Soweit ich mich zurückerinnern kann, ist betriebswirtschaftliche Beratung in der Steuerberatungsbranche Thema. Soweit ich mich zurückerinnern kann, wird davon gesprochen, ja, Steuerberater sollten, müssen mehr betriebswirtschaftliche Beratung machen. Der Klient wünscht es und auf dem grünen Tisch wäre alles okay, wir hätten alle Voraussetzungen und es ist eine, wie wir sagen in Österreich, eine aufgelegte Partie, also eine einfache Sache, betriebswirtschaftliche Beratung in Gang zu setzen. Gemeint ist rechnungswesennahe betriebswirtschaftliche Beratung und nicht Marketingberatung, Organisationsberatung oder Strategieberatung. Trotzdem, dass es jetzt, soweit ich mich zurückerinnern kann, immer ein Thema ist und viele Kanzleien das auch schon versucht haben, kenne ich nur wenige Kanzleien, die tatsächlich durch betriebswirtschaftliche Beratung einen signifikanten Umsatzanteil erwirtschaften. Bei der Mehrheit ist eigentlich ein Wunsch geblieben, bei der Mehrheit sind es ein paar Versuche geblieben und bei der Mehrheit ist immer noch kein echtes Geschäftsfeld. Woran liegt es? Die Frage ist absolut berechtigt. Woran liegt es tatsächlich, dass es dem Steuerberater nicht gelingt, das, was so offensichtlich wäre, tatsächlich dem Klienten an den Mann zu bringen? Weil die Realität ist nämlich jene, dass es immer wieder passiert, dass in der Buchhaltung des Klienten Rechnungen eines Unternehmensberaters zu finden sind, für Leistungen, die der Steuerberater eigentlich auch gekonnt hätte, mit einem Betrag, der deutlich höher ausfällt, als sich der Steuerberater jemals zu denken gewagt hat. Und jetzt muss es einen guten Grund geben, warum Steuerberatungskanzleien nicht das Geschäftsfeld BWL-Beratung professionell aufbauen können. In einem geschriebenen Newsletter-Beitrag habe ich 10 Tipps zum Aufbau der Unternehmensberatung bereits verfasst. Das sind sehr allgemeine, aber andererseits auch spezifische Tipps. Die Ursachen, warum es nicht funktioniert, sehe ich an 2 Stellen. Die erste Stelle ist, wenn eine Kanzlei, wenn ein Steuerberater und dessen Mitarbeiter über Jahre hinweg immer nur Jahresabschlüsse besprochen haben, in die Vergangenheit fokussiert waren, na dann kauft der Klient dem Steuerberater einfach nicht ab, dass jetzt auf einmal der gleiche Steuerberater ihn für zukünftige Dinge tatsächlich beraten kann. Beratung heißt nämlich in die Zukunft gerichtet, es kann niemals in die Vergangenheit sein. Und wenn der Steuerberater bisher nur Zahlenkolonnen gewälzt hat, Vergangenheit bis ins letzte Detail analysiert hat und wenn er schon Vorschläge gemacht hat, die extrem unverbindlich waren, dann ist er ganz einfach nicht glaubwürdig. Also einer der zentralen Punkte ist, dass die Glaubwürdigkeit fehlt, wenn man über Jahre hinweg, wenn man ganz ehrlich ist, keine echte Beratung betrieben hat. Steuerberatungskanzleien, die tatsächlich Beratung, auch Steuerberatung gemacht haben, setzen gar nicht so stark auf BWL-Beratung, weil sie mit der Steuerberatung, das heißt mit Gestaltungsberatung, so viel zu tun haben, dass sie eigentlich es gar nicht, ich sag mal, fast nicht notwendig haben. Und ein weiterer Grund, warum es nicht funktioniert, weil Kanzleien, Inhaber, Partner nicht bereit sind, ein Geschäftsfeld aufzubauen, was bedeutet, die erste Zeit einfach mal kräftig zu investieren. Und kräftig zu investieren heißt vor allem, einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ausschließlich für Unternehmensberatung, rechnungswesennahe BWL-Beratung ausschließlich zu beschäftigen, die ausschließlich das macht. Am Jahresabschlussmitarbeiter das Thema anzuhängen, ist aus meiner Sicht nahezu unmöglich bzw. zum Scheitern verurteilt, weil der Jahresabschlussmitarbeiter immer im Zweifelsfall den Jahresabschluss fertig machen muss, von Terminen getrieben ist und nur wenn er zufällig mal etwas Zeit hat, wird er ziemlich unsystematisch Erfolgs- und Finanzplanung oder derartiges machen. Was bedeutet, dass ein Aufbau nur dort stattfinden kann und nur dann stattfinden kann, wenn es einen dafür ausschließlich verantwortlichen Mitarbeiter gibt. Und dieser Mitarbeiter muss nicht unbedingt aus der Steuerberatung kommen. Da ist sehr viel mehr gefragt, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit Controlling-Erfahrung,
mit kommunikativen Fähigkeiten, mit IT-Kompetenzen, die oder der eben mit dem Klienten zukünftige Dinge absolut gut besprechen kann. Also resümierend, aus meiner Sicht sind es, die Glaubwürdigkeit fehlt, die Bereitschaft tatsächlich zu investieren fehlt und eine klare strategische Entscheidung fehlt. Wenn man mit diesen drei Dingen, an diesen drei Dingen arbeitet, hat man gute Chancen. Und dann wirken auch die 10 anderen Tipps zum Aufbau der Unternehmensberatung. Nehmen Sie dieses Video als Anlass, Ihre derzeitige Situation zu überprüfen und Ihre Entscheidungen zu hinterfragen, weil wenn Sie BWL-Beratung aufbauen wollen, braucht es einen kraftvollen Entschluss mit allen dazugehörenden Maßnahmen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Zögern Sie nicht, anzurufen, zu schreiben. Ich meine, ich kann Ihnen eine ganze Menge Tipps weitergeben zum Aufbau der BWL-Beratung, wie das funktioniert. Und für heute wünsche ich Ihnen alles Liebe, schöne Grüße hier aus dem Oberengadin, aus St. Moritz. Und ich freue mich, wenn ich von Ihnen höre.